geht nicht mehr. Jetzt brauche ich aber den Sattel, sonst kann ich nicht reiten. Ich brauche nochmal die Lunge. Na, ja, immerhin baut sie hier wenigstens wieder was denn auf. An Energie. Aber wie blöd ist dann das eben gewesen? Ey, man will die Lunge haben. Was will er immer einen wegziehen, den Sattel? Total dämlich. Es startet jetzt das Pferd mit der Nummer 3. So, bis jetzt haut der anscheinend hier echt noch alles hin. Warum denn nicht immer so? Das wäre viel, viel mehr schöner irgendwo. Heute hat es gleich auf Anhieb geklappt, ne? Also... Wenn das immer so gehen würde, würde ich echt froh sein und stolz sein. Aber das ist ja irgendwie nie so. So, vor dem Stall. Dann reiten wir jetzt nochmal ein bisschen aus. Na, willst du nach draußen? Ja, wo sollen wir das jetzt sonst hin, hä? So, hier üben wir dann auch noch mal ein bisschen. Und wie gesagt, danach launchieren wir sie noch mal. Also wenn das schon bald keine Übungen mehr sind sozusagen und Training sozusagen, da weiß ich es auch nicht. Weil das Training ist ja wohl schon mal richtig heftig sozusagen. Oh. Sie wird schon mal ein bisschen mehr kaputt, als sie auch überhaupt noch über das Hindernis hinkommt. Nicht, dass sie schon zu müde ist und so sagt, ne, kann's nicht mal, spring nicht mehr. Das kann man ja auch haben, ne, also. Ja, sie ist wenigstens noch gut ausgekommen. Dann höre ich jetzt halt nicht auf mit Springen und so, weil sonst ist sie gleich echt gegenüber sozusagen und dann können wir eigentlich schon so gut wie in den Stall gehen und sie danach schon wieder gleich lotieren, denn haben wir kaum geritten heute sozusagen. Das wäre auch ein bisschen blöd dann. Wie gesagt, dann lassen wir sie jetzt einfach mal ein bisschen hier einfach langlaufen. Und mal sehen, was denn passiert. Ob wenigstens dieses Mal halt eben sozusagen gut trainiert wurde. Weil wie gesagt, wenn das jetzt noch nicht mal hinhaut, dann lassen wir wirklich einfach das hier vor dem Reiten longieren. Dann lassen wir es einfach wirklich weg. War ja auch ein Versuch, einfach mal ausprobieren, was geht und wo kann man einfach noch was machen mit dem Pferd sozusagen. Hey, das war jetzt einfach ja nur einfach ein reiner Übungsplan sozusagen. Den man noch machen könnte sozusagen. Aber wie gesagt, wenn das halt eben nicht hinhaut, dann halt eben nicht.
Dann lassen wir es halt eben. So, und hopp. Sehr schön. Fettchen ist noch rübergekommen. Hehehe. So, dann können wir jetzt trotzdem noch mal ein bisschen springen. Weil sonst sagt er nachher, wir haben so gut gar nichts hier geübt, sozusagen. Auch schön. Stall. Wäre jetzt toll gewesen, wenn man wenigstens leicht sozusagen Longierplatz auswählen hätte können. Das wäre toll gewesen. Okay, dann kann sie halt eben nicht einfach mal eben wechseln. Jetzt kannst du dich ein bisschen ausruhen. Nee, kann sie eben nicht. So, dann müssen wir nochmal eben ganz schnell zack das und dann sagen wir hier, warum können wir hier nicht Longierplatz sagen? Hallo? Was ist auch Ihre Longe oder nicht? Warum kann ich jetzt nicht Longierplatz sagen? Ja, das ist ja geil. Habe ich auch gleich. Ich kann Lust mehr dahin zu gehen, weil jetzt hat sie ja schon wieder viel zu viel Energie sozusagen. Aber wie kann ich Longierplatz sagen? Okay, dann nicht. Dann putzen wir sie halt eben. Auch schön. Das heißt also, man kann anscheinend nicht, da weiß sie oft longieren, so ungefähr anscheinend. Okay. Du bist so ein gutes Pferd. Das ist ja irgendwie doof. Damit hätte ich jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr gerechnet. Dann müssen wir sie halt eben doch immer halt eben und, hinterher immer wieder erst longieren. Wie gesagt, damit hätte ich jetzt echt nie mehr gerechnet. Er hätte echt gedacht, dass man das draus machen könnte. Aber das finde ich ja doof. Das finde ich nicht gut. Ich habe mir so toll das ausgedacht. Susi, gib mal den Move. So weit weg. Auch weiter ran so kann ich nicht. Ja, okay. So, dann gib mal nochmal den anderen Ruf. Komm, sei nicht so frech. So. Den hätten wir jetzt auch schon mal fertig. Dann kommt jetzt noch ein anderer Huf dran. Na, geht's dir gut?
So. Dann kommt noch deine Mähne dran. So, was fehlt denn jetzt noch? Fell. So, dann gucken wir doch mal, dass wir noch mal ein bisschen dein Fell geputzt bekommen. Dum, 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 dum. Wir putzen ja dein Fell schon. Toll gemacht! Ja, toll gemacht. So. Nein, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte zum Putzplatz. Da drückt man außerdem mal auf die rechte Maustaste. Na? Dann wundert man sich, warum manchmal auf einmal die Bürste weg ist. So, jetzt kann sie weg. Achso, nein, Quatsch. Da. Schon total verwirrt. Überall 10%, das ist doch gut. So, Abschwitzdecke, dann dein Halfter. So, Abschwitzdecke, Halfter rauf und guten Nacht, Susi. So. Dann mal eben wieder schnell die Box hier machen. Nee, in die Schubkarre. Mach ich jetzt halt eben so. Man kann es ja auch ein bisschen mal ruhiger angehen lassen. Man muss ja nicht immer so husch-husch arbeiten. So, dann mal wieder die Box mit Stroh auslegen. Damit es auch Susi natürlich auch schön hat. Auch wenn sie halt eben eigentlich draußen steht, aber das ist ja gar kein Problem. Sie geht ja wahrscheinlich anscheinend ja meistens rein, um zu fressen. Also von daher ist ja alles gut. So, dann kriegt sie jetzt halt eben nur noch hier dreimal. So, dann kriegt sie halt eben hier nur noch, weiß nicht, einmal rote Beete und dann einmal nur Mais. Also fünfmal Wasser. So. Sie soll ja wirklich abnehmen. Sie soll ja nicht wieder zunehmen. Das will ich ja gar nicht. Also, ups. Ich bin ja noch beim Futtertuch. So, Wasser kann sie ja nie genug reinbekommen. Ja, weil Wasser ist ja wichtig. So, was schreiben wir denn mal rein? Zuerst haben wir Susi longiert, danach sind wir ausreiten gewesen. Gewesen. Danach wollten wir eigentlich wieder longieren. Und danach wollten wir eigentlich. Passt natürlich nicht hin. Wir eigentlich
leg das Pferd nochmal longieren. Hat aber nicht funktioniert. Hat aber nicht geklappt. Punkt. So, speichern. So, dann können wir auch den Tag hier wieder beenden. Weil wir haben ja hier alles echt gut geschafft. Wir haben auch noch echt viel, wer weiß wie viel Leckerlis, weil wir ja noch nichts füttern können. Aber okay. Dafür haben wir, wer weiß wie viel fressen ja auch noch. Naja, okay, so. Ja, ich will den Tag beenden. Alter, 11 Jahre. Gewicht 561,3 Kilogramm. Ach, nimmt sie doch wieder ab. Betreuung hat sie 5. Springen 0. Ausdauer 0. Geschwindigkeit 0. Vertrauensverletzung 1. Besondere Vorkommnisse keine. Belohnung 80 Credits. Ja, ist ja ganz toll, ne? Na, okay. Was soll man machen? Wie gesagt, dann ändern wir es halt eben nochmal, dass wir halt eben, würde ich sagen, okay, wir longieren die doch erst wieder nach dem Reiten. Anscheinend bringt das doch ein bisschen mehr. Wie gesagt, war ja mal einfach ganz schön, das auszuprobieren. So, und ich mache dann hier mal jetzt Schnitt und so. Und sag dann schon mal Tschüss sozusagen. Ich hoffe, es hat euch einfach wieder Spaß gemacht, zuzugucken. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es einfach heißt Let's Play Pferd und Pony Best Friends, mein Pferd. Also bis dann. Tschüss.